Namaste. Lass uns in diese Yoga-Klasse einen Ausklang des Tages finden. Und das kann gerne auch eine kleine Praxis sein, die du wirklich zum Ausklang des Tages nutzt. Vielleicht sogar unmittelbar vor dem Zu-Bett-Gehen, sodass du mit einem anderen, mit einem Wohlfühlmodus in die Nacht eintauchen kannst. In dieser kleinen Yoga-Praxis werde ich weniger die Technik in den Mittelpunkt stellen und weniger Ansagen zum Ausrichten des Körpers bringen, weil das uns wieder in den Kopf hineinführt und in die Aktivität, sondern dich immer wieder ermutigen und einladen, in das Fühlen und in das Spüren des Körpers, deines eigenen Körpers einzutauchen. Und dementsprechend bitte ich dich, einfach das für dich gut anzupassen, so wie es dir wohlig erscheint, so wie du dich wohl fühlst, so wie es dir gut tut, dann diese Yoga-Praxis zu gestalten. Wir werden uns auch nicht nochmal besonders pushen oder aktivieren in dieser Praxis, sondern recht ruhig und bedacht immer mehr die Aufmerksamkeit zu dir lenken, nach innen eintauchen und als Hilfsmittel vielleicht so eine warme Kuscheldecke für die Endentspannung am Ende dieser Praxis. Und ein, zwei Blöcke, wenn du da jetzt nichts zur Verfügung hast, ist es auch nicht wild. Es gibt genügend Alternativen, auch ohne Yoga-Blöcke durch diese Praxis zu kommen. Wenn du was griffbereit hast, dann nimm es dir gerne noch bereit, stell es parat und lass uns beginnen. Einfach die Augen schließen. Und das ist sicherlich noch viel, was dir durch den Kopf schwirrt am Ende dieses Tages. Viele Eindrücke, viele Begegnungen mit anderen, die du erfahren hast, vielleicht die ein oder anderen herausfordernden Momente, die dich forderten, die dir Kraft entzogen. Vielleicht gab es auch Momente, die waren schön, etwas, das dich genährt hat und getragen hat. Manchmal gab es Momente, da warst du fremdbestimmt, weil du Anforderungen und Erwartungen von außen erfüllen musstest, bestimmten Aufgabenprofilen gerecht werden musstest. Vielleicht gab es auch den einen oder anderen selbstbestimmten Moment, der für dich gedacht war. Und spätestens jetzt ist es einer dieser Momente, die nur für dich da sind. Und so bitte ich dich, die Sinne, die ja immer nach außen orientiert sind, in das Hören, Riechen, Wahrnehmen und das Analysieren und Bewerten dessen, was von außen auf dich einwirkt, bitte ich dich, das alles nochmal wahrzunehmen, den Raum, den du jetzt um dich herum hast, diesen Raum zu hören, seinen Geräuschen zu lauschen. Spür auch die Luft, die dich umhüllt. Und die Luft, die streichelt deine äußerste Hülle deines Körpers, deine Haut. Nimm ruhig wahr, wie die Haut von der Luft, die dich umhüllt, gestreichelt wird. Dann erlaub der Haut Momente des Entspannens zu genießen. Wird deine komplette äußere Haut weicher und glatt. Vielleicht gibt es so einen kleinen Lufthauch zwischendurch, da kannst du spüren, dass deine Haut gestreichelt wird. Und sanft und liebevoll. Genau, diese wunderbare Luft, die dich umgibt, diese Lebensluft tiefer und genüsslicher einzuatmen. Da können dir ruhig ein paar Momente des Durchatmens
Tief ein und tief aus. Und das nochmal ganz genüsslich tief einatmen, tief ausatmen. Und dann lass die Atmung frei. Beobachte nur noch, wie sie kommt und geht. Wie du einatmest, wie du ausatmest. Einmal tief ein und tief aus mit dem Modus, dass du das, was du nicht mehr brauchst, an diesem Tag einfach loslässt. Und nochmal tief einatmen und das Ausatmen, was heute hinter dir liegt. Mach dich einfach frei für diesen Moment und öffne langsam wieder die Augen. Verschränk deine Finger, dreh die Handflächen über vorn hoch, streck die Arme über dem Kopf aus und dann atme ein, streck dich nach oben, einmal ganz in die Größe recken, rechts und links strecken und ausatmen, entspann dich in die Größe und wieder einatmen, räkel dich hoch, die wahre Größe am Ende dieses Tages, deine Größe, atme aus, entspann dich zur Erde nach unten, nochmal bitte, einatmen, hoch räkeln, sanft wachsen und ausatmen, nach unten entspannen. Mit dem Einatmen noch einmal strecken. Ausatmen, neig dich nach rechts, stütz die rechte Hand neben dir auf, einfach in die Seite nach rechts neigen. Jetzt spür, ob dein Becken schwer werden kann, besonders die linke Hüfte. Lass es schwer nach unten sinken und neig dich nach rechts. Ruhig mit so kleinen Bewegungen, also spüren und wahrnehmen, wie das der linken Seite gefällt. Kannst du da so eine sanfte innere Leichtigkeit und Größe entdecken? Kleine spielerische Bewegungen, die dich wieder beleben. Muss gar nichts Besonderes sein, muss gar nicht nachdenken, was du machen sollst. Lass einfach deinen Körper diese Bewegungen genießen. Vielleicht magst du auch eine kleine Drehung einbauen, mal nach links aufschrauben, der Welt nach oben entgegenlächeln und mal nach rechts eindrehen, mal die Erde spüren, auf der du gerade sitzt. Und dann komm einatmen wieder zurück in den Sitz, verschränke die Finger, dreh dich nach oben, streck dich nach oben. Ausatmen, neig dich nach links, linke Hand einfach aufstützen. Und dann spür für dich, wie weit magst du dich in die Seite neigen. Wo dehnt das die Phase an deiner rechten Seite? Wo tut es gut? Wo schenkt dir das die Möglichkeit, dich in deiner Größe zu entfalten? Und dann beginn hier auch so eine kleine spielerische Bewegungsreise durch deinen Körper. Ein bisschen einschwingen. Eindrehen, einatmen und ausatmen. Ja, und dann wird auch gleich die gesamte rechte Seite ein Atemraum, also rechte Lungenflanke, mittlere Lungenlappen kann sich auffächern. Das alles ist in einem wunderbar spürenden, genüsslichen Modus. Und dann kommt langsam wieder nach oben, nochmal die Finger verschränken, einatmen, ganz groß räkeln und ausatmen. Eine Drehung nach rechts, rechte Hand nach hinten aufstützen, linke Hand an das rechte Bein
Ja, mal dein Becken schwer werden lassen und dann schraub dich langsam nach rechts hoch, ohne es zu übertreiben. Finde einen guten Modus aus, drehen und wachsen. Und schließ gerne einen Moment die Augen. Nimm die Atmung wahr. Manchmal ist es jetzt der Bauchraum, in den die Atmung eintaucht. Manchmal so die rechte Seite. Nutz die Ausatmung und gib Spannung hier in dieser Position ab. Spannung, die du nicht brauchst. Spannung, die dir eher das Gefühl verleiht, dass sie dich festmacht. Dann atme das aus. Gib dieser Drehung nach. Und wenn du einatmest, dann beginnt eine innere Leichtigkeit nach oben entstehen zu lassen, die dich nach oben trägt und aufrichtet. Zurück, dreh dich nach vorn, atme ein, streck beide Arme einfach so nach oben und atme aus, dreh dich nach links, linke Hand hinter dir aufsetzen, rechte Hand zum linken Bein, einfach da, wo du gut ankommst, dein Becken wird schwer, schließ gern die Augen, spür nach innen oder schau mit einem symbolischen Auge nach innen, wie dein Oberkörper sich verwringt. Wenn du ausatmest, dann erlaub dir weicher, mit weniger Spannung oder Anspruch in die Drehung zu schmelzen. Und wenn du einatmest, dann werd leicht. So leicht, dass es den Brustkorb aufrichtet. Beobachte den Atemfluss. Dann komm mit dem nächsten Einatmen wieder zurück. Streck noch einmal beide Arme ganz groß und lang aus. Räkel dich nach oben in die Welt. Und atme aus und bring die Arme wieder zurück. Gut, aus deinem gemütlichen Sitz gerne etwas höher auf eine Unterlage. Und dann komm in einen Schneidersitz, so dass die Unterschenkel sich nicht ganz berühren, sodass du zumindest so einen kleinen Abstand zwischen den Unterschenkeln hast. Und dann greif von unten deine Knie und heb die Knie an, führ sie nach oben. Lass die Knie wieder nach außen sinken und mach das weiter. Vielleicht im Einatmen nach oben heben, ausatmen die Knie sinken lassen. Und mach das nicht, um wirklich viele Wiederholungen zu machen. Es ist eher so, dass die Atmung sich mit mehr Ruhe verfeinern und vertiefen kann. Es kommt also nicht mehr auf eine bestimmte Anzahl an oder ein bestimmtes Tempo, sondern eher darauf, was dir im Moment gut tut, welchen Rhythmus dein Atem findet. Entspann die Kiefergelenke und dein Gesicht. Und noch eine Runde. Jetzt wechsel einmal, sodass der andere Unterschenkel nach vorn kommt. Und mach das weiter. Mit dem Einatmen die Knie anheben. Mit dem Ausatmen die Knie weich nach unten sinken lassen.
den Kiefer entspannen. Und leg die Zunge breit im Mundraum ab. Entspann die Lippen. Und stell dir vor, dass du mit dem Ausatmen etwas loslässt. Vielleicht was Konkretes, diese Spannung an den Hüftgelenken oder an den Innenseiten der Beine. Vielleicht schon ein Thema, das dich beschäftigt. Ein Gedanke, der im Moment noch auftaucht. Und noch eine Runde. Mit dem Ausatmen die Knie sinken. Gehen über zu Baddha Konasana. Dafür bring bitte die Fußsohlen zueinander. Und jetzt ist es eine Einladung für dich, dir diese Position gemütlich zu machen. Es kann sein, dass eben die Spannung in den Innenschenkeln sehr groß ist. Und wenn du das loslassen möchtest und zwei Yoga-Blöcke hast, dann bau dir die unter die Knie, hochkant oder flacher, je nachdem. So, unter die Beine. Und wenn du keine Unterlagen hast, dann hast du vielleicht eine Decke oder Kissen. Oder eine andere Idee wäre einfach mit den Füßen weiter nach vorn zu rutschen. Dann nimmt auch diese Spannung in den Innenleisten deutlich ab. Also, mach es dir bequem. Dann greif von unten die Knie. Einatmen, einmal die Knie nach oben führen. Und ausatmen, umso weicher loslassen. Zweites Mal einatmend die Knie anheben und ausatmend nach unten sinken lassen. Und dann lass sie dort. Mit den Händen kannst du dich hinter dir aufstützen, wenn du den Brustkorb erheben möchtest. Du kannst aber genauso auch die Knie greifen oder Schienbeine oder Fußfesseln oder um die Füße rumgreifen. Bleib im Moment noch mit dem Oberkörper aufgerichtet, ohne es zu übertreiben, ohne dazu fest zu werden im Rückenbereich. Einfach eine wohlige Aufrichtung und schließ die Augen. Dann erlaubt der Atmung, dass sie tiefer in den Körper hineinfließt. Dass sie Atemräume im Bauchraum und im Beckenbereich entdecken kann. So dass die Ausatmung, wenn sie in den Beckenbereich strömt, dass sie Spannungen lösen kann. Also die Ausatmung zu verfeinern und zu verlängern. Ausatmen entspannt sich die Muskulatur, den Innenleisten, die Hüftgelenke. Dein gesamtes Becken kann schwerer nach unten sinken. Wenn du magst, du kannst dich auch sanft nach vorn einrollen. Je nachdem, wie beweglich du hier bist, du kannst die Unterarme ablegen. Du kannst aber auch so mit den Händen eine Stütze formen für deine Stirn oder deinen Kopf. Einfach aufstützen.
Wenn du dich hineingeregelt hast, dann schließ wieder die Augen. Und lass diesmal mit dem Einatmen den Rücken sanft in seine Breite hineinfließen, sich aufplustern und im Ausatmen sich wieder zurückziehen lassen. Und lass die Ausatmung, die den Rücken wieder in seine Mitte führt, über die Rückseite, über die Nieren, in das Becken fließen. Und die Einatmung schenkt ihm eine innere Weite. Entdecke in dieser Haltung, in dieser Zeit auch ein Gefühl einer Hingabe zu dir. Es ist alles eine Zeit für dich, etwas, das du dir gönnst. Eine Zeit der Hingabe, eine Hingabe zu dir. Dann beginne ich langsam wieder aufzurichten, wirbelweise nach oben. Wenn du etwas unter den Knien oder Beinen hast, dann nimm diese Unterlage bitte zur Seite. Helf mit den Händen nach, um die Knie wieder nach oben zueinander zu führen und lass die Beine nach vorne ausgleiten. Dann kannst du sie gerne ganz sanft einfach bewegen und dich reikeln. Bring die Füße wieder zueinander, stell den linken auf. Jetzt schnappt ihr mit der rechten Hand das linke Fußgelenk, die linke Hand an die Außenseite des Knies. Zieh einmal den gesamten linken Fuß und das linke Knie zu dir ran, sodass der Fuß sich ablöst von der Unterlage. Schnappt ihr bitte jetzt mit beiden Händen die Wade, zieh die nach links außen weg. Dann dreht der linke Fuß etwas nach innen. Zieh die Wade nach außen, lass mit der linken Hand gegriffen, rechte Hand wieder zur Fußfessel, zieh den Fuß heran, Wadenmuskel zeigt noch nach außen, dann lass das linke Knie nach außen sinken und stell die Fußfläche an der Innenseite des rechten Beines auf. Nutz gern wieder eine Unterlage für das linke Knie, sodass es sich wohlfühlt, dass du Spannung abgeben kannst und nicht fest wird im Laufe der Zeit. Lass dein Becken schwer nach unten sinken. Beginn dich nach oben zu reikeln und aufzurichten. Und schieb deine rechte Ferse von dir weg. Jetzt mit dem Oberkörper so ein kleiner Schub nach rechts, in Richtung deines gestreckten Beines. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, senk dein Kinn Richtung Brustbein. Roll dich über dem Bein nach vorne ein. Einatmen, streck dich etwas nach vorn, das Bein entlang Richtung Fuß. Atme aus, verneig dich vor dem Bein. Ruhig den Kopf einrollen, geh in Richtung Brustbein. Auch hier einen Modus finden, in dem du nicht zu viel willst. Es geht nicht darum, wirklich ganz lang nach vorn zu kommen und dir zu zeigen, wie lebendig und flexibel du bist. Es geht nicht um das Äußere, es geht eher so um ein Rückzug, ja, und da gerne mal einrollen, den Oberkörper, den Rücken runden. Du kannst dir vorstellen, dass das ein ganz großer Luftball auf dem rechten Oberschenkel ist. Und du rollst dich über diesen Luftballon, Luftball drüber. Und dann schließ die Augen.
zumindest wenn du sie schließt, dann fällt es ein bisschen leichter, das Gespür nach innen zu lenken. Dann spür dich in dieser Haltung, diese Dehnung des rechten Beines und der Rückseite. Vielleicht auch die Dehnung des Rückens, der jetzt rund ist. Und finde wieder eine Wohlfühldehnung. Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau für dich stimmig. Und finde die Atmung. Lass im Einatmen den Rücken auffächern. Und ausatmen, dich entspannen. Atme dich in diese Haltung. Tief ein. Und noch tiefer aus. Eine sehr schöne Gelegenheit, wieder diese Hingabe zu dir selbst zu kultivieren. Es ist dein Moment, deine Zeit, die Gelegenheit zu sein, wie du bist. Wenn du das nächste Mal einatmest, dann roll dich wieder nach oben auf. Greif das linke Knie, zieh es wieder heran, stell den Fuß auf und lass dein Bein ausgleiten. Und dann spür beide Seiten. Und wechsel, den rechten Fuß aufstellen, kannst du einfach gerne die Kniekehle greifen, zu dir ranziehen, Fuß aufstellen. Gut, jetzt einfach rechte Hand zum Knie, linke Hand zum Fuß. Lehn dich etwas zurück, dann hebt der Fuß ab. Jetzt greif mit den Händen die Wade, besonders mit der rechten Hand, und zieh diesen gesamten Bauch, diesen Wadenbauch, diesen Muskelbauch nach rechts außen weg. Ja, der gesamte Unterschenkel dreht etwas nach innen, Fuß zeigt nach innen, Wade ziehst du nach außen. Schnapp dir die mit der rechten Hand, linke Hand wieder an den Fuß und Fußgelenk. Zieh den Fuß zu dir ran. Die Wade nach außen. Jetzt lass dein rechtes Knie nach außen sinken. Den Fuß an die Innenseite des linken Beines aufstützen. Gerne wieder, was dir leichter, was dir bequemer. Hilfsmittel sind nie ein Zeichen von Schwäche oder von der Idee, dass ich etwas nicht kann und Hilfe brauche. Hilfsmittel sind ein Zeichen eines intelligenten und bewussten Umgangs mit den Möglichkeiten, die du hast, mit den körperlichen, aber auch mit den technischen Hilfsmitteln. Also gerne intelligent sein, es dir bequemer einrichten. Lass dein Becken nach unten sinken. Atme aus, schieb die linke Ferse weg und atme ein, richte den Oberkörper auf. Und jetzt versetz den gesamten Oberkörper ein Stück nach links, sodass du dich dem linken gestreckten Bein annäherst. Roll den Kopf ein. Und wenn du das nächste Mal ausatmest, dann roll dich über einen gedachten großen Luftball über dem linken Oberschenkel nach vorn. Die Hände wandern nach vorn, dahin, wo sie gemütlich ankommen. Wenn du einatmest, dann erlaub dem Brustbein so ein bisschen nach vorn Richtung Fuß sich zu verlängern. Und wenn du ausatmest, dann finde wieder dieses Wohlgefühl des Ankommens und Einrollens und bei dir Seins. Ja, dann bring den Blick nach innen, vielleicht lässt du die Augen auf, vielleicht schließt du sie. Spür die Länge deines linken Beines, die Dehnung der Rückseite. Die setzt sich fort, ja, von der Wade über die Kniekehle, Oberschenkelrückseite, über die linke Gesäßmuskulatur, den Bereich des Rückens, über die Lendenwirbelsäule zur Brustwirbelsäule, von dort zur Halswirbelsäule, der Kopf eingerollt und das Kinn Richtung Brustbein angeführt ist.
bis hoch zum Scheitel, bis zu den Augenbrauen. Seine gesamte myofasziale Kette des Körpers, die sich dehnt. Just sieht es so, dass es nicht zu viel zerrt oder zieht, nicht fest wird, aber auch nicht zu wenig ist, sondern genau da, wo es für dich schön ist, da, wo es interessant ist, da, wo es Lust auf mehr macht, bleib dort. Und wenn du da in einer anderen Position bist wie ich, wenn du weiter bist oder nicht so weit, dann ist das auch kein Zeichen von etwas Äußerem, ich kann das besser oder schlechter, sondern es ist ein Zeichen des intelligenten und bewussten Umgangs mit dir selber. Lass euch die Augen zu, die Sinne bei dir. Und auch etwas, das nur du hast, das ist deine individuelle Atmung. Wir sind zwar in einer ähnlichen Haltung im Moment, aber jeder von uns hat seine ganz eigene ursprüngliche Atmung. Und so lass dich von ihr in diese Position hineintragen. Du einatmest, wird der Rücken breit, er plustert und fächert sich auf. Wenn du ausatmest, ist es eine Einladung des Hingebens und Entspannens und Ankommens. Komm an mit Körper und Geist. Wenn du das nächste Mal einatmest, dann roll dich langsam wieder nach oben. Helf dem rechten Knie wieder nach oben zu kommen, den Fuß aufzustellen. Lass dein Bein ausgleiten nach vorne. Finde wieder so ganz sanfte, angenehme Bewegungen. Gut, dann komm in die Rückenlage, bitte. Ja, leg die Arme hinter dir an, verschränk die Daumen, streck die anderen Finger nach hinten aus, mach die Füße lang, streck die Zehen von dir weg, kuschel dich an die Unterlage und dann atme ein, streck und räkel dich lang rechts und links. Und entspann dich im Ausatmen. Mach das weiter. Finde einatmend die Größe, die dich definiert. Diese innere Größe, die Lebendigkeit, die dich dorthin räkelt. Und finde im Ausatmen ein Gefühl des Entspannens in dieser Größe. Ruhig auch mal mit einem Geräusch. Wenn du das nächste Mal ausatmest, ein Wohlfühlgeräusch. Noch einmal tief einatmen, ganz groß werden, ganz weit räkeln und tief ausatmen und loslassen. Und stell die Füße auf, bring die Arme wieder nach vorne an den Körper. Und beginn mit den Beinen nach rechts und links zu pendeln. Ja, da kannst du gerne die Arme zur Seite ausbreiten. Das gibt dir noch mehr Halt an dieser Pendelbewegung. Und dann spür wieder, was macht diese Bewegung mit deinem Rücken? Was braucht er jetzt? Wie weit gehst du in die Drehbewegung? Nicht so weit wie möglich, sondern so angenehm wie möglich. Auf
Vielleicht mag der Kopf in die entgegengesetzte Richtung folgen. Und dann komm beim nächsten Mal in der Mitte an. Versetz dein Becken ein Stück, eine halbe Breite nach rechts. Lass die Knie nach links fließen. Versetz den Kopf ein Stück nach links und dann dreh ihn auf die rechte Seite. Breite die Arme aus zur Seite oder in so einer Kaktushaltung oder den rechten Arm schräg nach hinten. Die linke Hand auf dein Knie. Mach es dir gemütlich. Wenn du magst, schließ die Augen. Bring den Blick wieder nach innen. Was macht dein Körper in diesem Moment, in dieser Haltung? Kannst du Fasern deines Körpers finden, die Spannung abgeben dürfen? Ist es möglich, dieses Konzept von Anstrengung aus dem Körper zu lösen, Anspannung an die Erde auszuatmen? Dadurch noch angenehmer, noch bequemer anzukommen. Beobachte die Atmung. Wo kannst du sie jetzt besonders spüren? Es kann im Bauchraum sein oder in der rechten Flanke, die sich hier so schön ausstreckt. Diese Atemräume auszukosten, indem du tiefer dorthin atmest. Verlängerte und verfeinerte Ausatmung, die dich immer wieder ankommen lässt, hier und jetzt. Nun mach dich auf den Weg zurück zur Mitte, Schritt für Schritt. Beginn dann dein Becken eine halbe Breite nach links zu versetzen. Knie sinken nach rechts. Versetz den Kopf ein Stück nach rechts und wende ihn auf die linke Seite. Dann mach's dir bequem für die Knie, die Beine, den Rumpf, die Schultern, die Arme, den Kopf.
Finde deine Lieblingsposition. Wenn du sie gefunden hast, dann verweile. Schließ gern die Augen und lass diesen inneren Blick durch den Körper streichen. Beobachte diese Seite. Wo finden sich Gelegenheiten, Anstrengung und Spannung loszulassen? Es ist möglich, tiefer und weicher hineinzusinken. Beobachte auch die Atemräume. Wieder kann es der Bauchraum sein oder jetzt diese linke Flanke, die sich hier so genüsslich ausstreckt. Dort, wo du hinatmest, beginn dort den Raum zu genießen. Komm auch hier mit kleinen, bedachten Schritten zurück zur Mitte. Und dann leg dich wieder lang ab, verschränk noch einmal die Daumen, streck die Füße nach vorn, atme ein, zieh dich lang und groß, atme aus, entspann dich. Und wieder ein neues Mal einatmen, aus der Mitte heraus wachsen, ausatmen, loslassen, entspannen. Noch einmal einatmen, ganz groß räkeln, ausatmen, loslassen. Bring die Arme zurück, stell die Füße auf. Bring den rechten Außenknöchel an dein linkes Knie. Greif mit den Händen den linken Oberschenkel. Also Kniekehle oder Oberschenkel oder wenn du sehr flexibel bist, kannst du auch um das gesamte Schienbein herumgreifen. Wenn es nicht mehr möglich ist, den Kopf abzulegen, dann leg ein Kissen oder eine Decke darunter. Schieb deine rechte Hüfte etwas nach vorn. Und wenn du ausatmest, dann zieh ganz sanft dein linkes Bein zu dir ran. Wenn du einatmest, schaff etwas Raum für dein Knie ein Stück nach vorne. Mit dem Ausatmen linkes Knie heranziehen, rechtes Knie nach vorn schieben, einatmen, aus der Spannung ein Stück loslassen. Mach das einfach für dich weiter. Wieder kommt es nicht auf Wiederholung oder Tempo an oder Anspruch, sondern darauf, das für dich möglichst stimmig zu machen.
deinem ureigenen Atemtempo. Das kann auch bedeuten, der Ausatmung mehr Raum und Zeit zu schenken, sie also zu verlängern. Noch einmal. Und dann löse auf und wechsel. Linker Außenknöchel zum rechten Knie. Greif den rechten Oberschenkel oder rechte Kniekehle oder das gesamte rechte Bein über das Schienbein. Finde eine gute Position für den Kopf, so dass du ihn nicht halten musst, sondern ablegen kannst. Vielleicht auf einer Unterlage. Und dann, wenn du angekommen bist, dann nutzt die Ausatmung, verlänge sie, zieh dein rechtes Knie zu dir ran, schieb das linke ein Stück weg und dann atme ein für das gesamte Paket der Beine ein Stück nach vorne, sodass die Arme lang werden. Und mach das weiter. Ein kleiner Blasebalg, der dir hilft, die Ausatmung zu verlängern. Und das ohne große Anstrengung. Hier noch ein, zweimal. Dann löse am Ende auf, stell die Füße auf. Greif dir beide Knie, zieh sie zu dir ran, umarm sie, umarm dich selbst. Es ist nicht nur eine äußere Haltung, es geht nicht nur darum, diese Position, die Knie ranzuziehen, es ist auch eine innere Haltung, ein Umarmen, ein Annehmen dessen, was du bist, wie du bist, wer du bist. Und man nutzt dieses Gefühl des Umarmens, um da auch wieder ein Feld des Annehmens, der Hingabe, des Vertrauens um dich herum entstehen zu lassen. Und in all diese Qualitäten kannst du gerne ganz sanft schaukeln, dich da mal so wirklich verwöhnen. Dir ein Danke schenken darüber, dass du so bist, wie du bist und das gut ist. Dann breite dich aus, leg dich zur Entspannung zur Erde ab, deck dich gern zu.
Dann schließ die Augen, sodass die Welt um dich herum sich auflösen darf. Dein inneres Auge sich öffnen darf, die Welt in dir präsent wird. Dann blick mit diesem inneren Auge in die Rückseite deines Körpers, an die Berührungen zur Erde und lass dich in diese Berührung nach unten hineinsinken. Darauf vertrauen, dass die Erde dich trägt, dass du Halt bekommst. Dich darüber geborgen anvertrauen kannst. Und finde die Atmung wieder. Beobachte, wie sie dich atmet. Du bist nicht mehr du es, der die Atmung lenkt oder beeinflusst. So bist du es, der geatmet wird und die geatmet wird. So trägt dich deine Atmung in einen Raum nach innen, tief in dir. In einen Raum, der immer da ist. Einem Raum in dir voller tiefer, nährender Stille. Ein Raum in dir, der doch zugleich größer ist als du selbst. Ein Raum der Stille, größer als du selbst. Der dich nährt. Raum, der dich umgibt, in dem du sein kannst, so wie du bist und so ist das gut.
dir diesen Kontakt zu diesem inneren Raum der Stille, tief in deinem Kern, dort, wo dein Selbst zu Hause ist. Und dann nimm deine Atmung wieder wahr, wie sie deinen Körper durchströmt. Spür auch wieder deinen Körper, deine Größe, seine Struktur, die Dinge, die dich berühren, die Erde unter dir, die Luft, die deine Haut streichelt. Dann komm wieder mit diesen äußeren Dingen in Kontakt über die ersten Bewegungen deines Körpers. Und schenk dir Zeit, noch einmal hin auf den Weg zum Sitz zu kommen. Sitz angekommen bist, dann mach es dir gemütlich. Lass gern die Augen geschlossen. Und finde wieder diesen Kontakt zu diesem inneren Raum der Stille in dir. Das ist ein Raum, der immer da ist. Ein Raum, in dem du bist. In dem dein Selbst zu Hause ist. Und immer dann, wenn du dir Zeit schenkst für dich und deine Atmung, dann trägt sie dich, deine Atmung, hin zu diesem Raum der Stille in dir, hin zu dir selbst. So lass dich mit deiner Atmung fein und sanft und genüsslich in den Ausklang dieses Tages in die Nacht hineintragen. Bring zum Ende dieser Praxis die Hände bitte vor dem Raum deines Herzens zueinander für ein Danke für das, was hinter dir liegt, für das, wie du bist und sein darfst. Atme dann tiefer aus. Und wenn die Anatmung entsteht, dann breite die Arme aus, wie Flügel, die die Welt umarmen. Bring die Arme hoch über den Kopf. Atme aus, bring die Hände zueinander, dann vor die Stirn, vor deinen Mund und vor dein Herz. Noch einmal bitte im Einatmen die Arme wie Flügel ausbreiten, nach oben bringen. Ausatmen die Hände für deine Stirn, für die Wahrheit deiner Gedanken, für den Mund, für das, was du als Wahrheit aussprichst, für dein Herz, für die Wahrheit, die du in dir trägst, die Liebe, die du dir schenkst und anderen auch. Wenn du magst, dann nutz ein Verbeugen vor dir selbst mit einem Danke noch einmal zum Ausklang und dann richte dich wieder auf. Öffne noch einmal kurz die Augen und hier sage ich dir Danke. Gute Nacht. Namaste.